Hallo Leute und willkommen zurück zu Edna bricht aus, beziehungsweise eher dem Anschlusstitel Harveys neue Augen, also dem zweiten Teil von unserem letzten tollen Point-and-Click-Adventure Edna bricht aus, geht es jetzt weiter in ein neues Abenteuer, das am 26.08.2011 erschienen ist und es ist ab 12 Jahren. Studio ist natürlich wieder Daedalic Entertainment und Publisher Rondo Media. Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird nach dem letzten Ende von Edna bricht aus, blieben ja doch ein paar Fragen offen. Ich frage mich, ob einige neue Charaktere wieder dabei sein werden oder auch nicht. Einige sind ja traurig verstorben oder ja verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Wie zum Beispiel der Schlüsselmeister. Ich frage mich, ob der jetzt in diesem Teil wieder auftauchen wird. Wird Edna es überlebt haben? Und wenn der Titel Harveys neue Augen heißt, frage ich mich, ob der Hase jetzt irgendwie neu restauriert werden muss oder neu bearbeitet werden muss und neue Augen kriegt, weil er aus dem Wasser jetzt gefischt wurde. Es gab ja zwei verschiedene Enden im letzten Teil. Beide hatte ich euch gezeigt. Und bin ja mal echt gespannt, ja, ob wir auch vielleicht aus der Irrenanstalt wieder ein paar Charaktere wiederfinden. Ich habe jedenfalls gar keine Ahnung von diesem Spiel, was passieren wird. Bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Lassen uns einfach mal überraschen, was hier so auf uns zukommt. Und rätseln uns durch dieses Spiel und schauen wir mal, ob Edna und Harvey wieder zueinander finden. Etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben. Es wächst wieder zusammen, es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen.
Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätterkehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Ja, wir wollen ja nicht eine entstellte Verkrüppelung bekommen, ne? Deswegen werde ich das Tutorial mal spielen und ich sag nochmal an der Stelle willkommen zu Harveys neue Augen. Ja, war das gerade Edna? Die aber so ein bisschen anders jetzt klang? Aber das war doch Edna, oder? Also ich mache mal das Tutorial an, wenn es irgendwie langweilig oder so wird, kann man es bestimmt auch irgendwie überspringen, falls wir Bescheid wissen. Aber da das ein neues Spiel ist, benutze ich es mal, weil ich nicht weiß, ob es so aufgebaut ist wie das letzte Spiel. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus. Na, da schau her! Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann.
Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Beim Laubhaken? Wir haken mal das Laub hier. Übrigens ein bisschen leise. Ich werde, sobald ich kann, wieder ein bisschen die Stimme lauter machen und so. Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Ist ja nur ein bisschen Laubkehren. Wo bringt sie das jetzt alles hin? Komm, das machen wir auch noch hier. Soll dazu. Na, noch ein bisschen zu dem anderen. Habe ich übrigens letzte Woche vor kurzem auch mal gemacht. Laub in einem Garten kehren. Ja, kann ganz schön anstrengend sein. So, nur. Wo soll das Ganze denn hin? Oh. Das ist natürlich doof. Hier, gerade. Es wird... So schwer kann das ja nicht sein, oder? Ein bisschen Laubkern hier. Glaubt der teilt sich hier wieder der Laubhaufen jetzt? Genau, und jetzt bringst du... Oha, das ist ja die reinste Sisyphus-Arbeit. Vielleicht müsst ihr euch etwas anderes einfallen lassen, um den Auftrag zum Abschluss zu bringen. Drückt doch noch einmal auf die Leertaste. Vielleicht gibt es noch eine andere Stelle, auf der ihr haken könnt. Okay. Ach so, ich kann das einfach... hier auch jetzt machen, oder was? Kann ich das hier hinbringen vielleicht? Nee, dann, da ist doch nichts. Oh, Schabsi da. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Oh Gott. Okay. Ich kann ja nur da haken, wo die Blätter sind. Wenn ich das hier mache, ist beides wahrscheinlich dasselbe, ne? Das ist Laub, das bringt sie dann wieder nach vorne. Ja komm, dann haken wir mal schön auf den Steinplatten, damit die sich beschwert. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ich glaube, die soll sich beschweren. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig ja, voll. Geht gar nicht. Ich habe Mona wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens... Den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Lilly hat fertig gehakt. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt Acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Ach ja. Klickt nun mit der linken Maustaste auf das Haken-Symbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden, auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Jetzt
Da Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Oha! Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly hingehen lassen, wohin ihr wollt. Wo immer Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einen Pfeil. Folgt zunächst Edna in Edna, den Hintergang. Es war wirklich Edna. Der Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante. Aber Vorsicht, der Pfeil ist spitz. Ach schön. So, kann man jetzt hier eigentlich mal... Oh, habe ich das Tutorial jetzt weggemacht? Keine Ahnung, aber ich muss mal jetzt echt in die Einstellung gehen. Bisschen hier die Sprache lauter machen. Dann machen wir den Sound ein bisschen lauter. Musik geht nur ein bisschen was. So, weiterspielen. Ja, ach, das ist immer noch da, das ist gut. Ja, dann, wo wollen wir da mal hin? Kann sie hier hin? Kann sie da hin? Ach, da kann sie hin, zum Hintergarten. Wollen wir uns mal um die Beete kümmern? Von der alten Zippe. Und es ist tatsächlich Edna, unglaublich. Auch bei der Gartenarbeit. Ach, schon besser. Augen auf! Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist? Ich habe da jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, sondern irgendwie so auf Edna geachtet, weil ich mir gerade dachte, so Gott, an die neue Edna muss ich mich aber erstmal noch gewöhnen. So, was soll ich machen, immer wenn er ich soll irgendwie in die Reifen schaukeln, ne? Die... Oh, was? Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Ja, vielleicht kann ich das Wollknäuel daran bimseln. Es war hoffnungslos. Die Reifenschaukel hing in so unerreichbarer Ferne, dass Lilly fast meinte, ihre Beliebtheit dahinter zu erkennen. Dann vielleicht nicht das, vielleicht die Hake? Die Reifenschaukel hing in so un... Es war die Reifen... Nee, ist das dasselbe gewesen? Okay. In der linken, ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das ja, also direkt geht nicht, ne? Die Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na, das ist ja noch einmal gut gegangen. Na, Gott sei Dank. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken isst. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich sicher. Ja, wir reden mit Edna. Übrigens freue ich mich, um an der Stelle, weil ich bisher noch nicht dazu kam, dass das Intro gleich mit Poki zu hören war. Es würde mich sehr freuen, wenn der dieses Spiel wieder dabei wäre und man den wieder hört. Könnte ja sein, dass er wieder irgendwas erzählt, wobei das Tutorial jetzt nicht vom Poki erklärt wird, sondern hier so einem netten Polizisten-Typen irgendwie. Aber das Intro wurde ja schon gesungen, meinte ich zu hören von Poki. Ich dachte nach einer Weile irgendwann so, geht's auch los mit dem Spiel? Aber es war sehr, sehr schön. Es war so gelassen, ein gelassener Einstieg irgendwie mit der Musik. Und ich finde, das hat er ziemlich gut gesungen. Und es war so passend, das Lied zu dem Spiel. Und fand ich eine sehr schöne Idee. Vor allem, da man sich schon denken konnte, dass das Wollgeriffel da dann am Ende zu Harvey führt. So, jetzt schnacken wir mal mit Edna. Hey, Lilly,
Hast du dich endlich vom blöden Geharke loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moa. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Yay. Mimi kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberin. Also so ganz typisch Point-and-Click-Adventure-mäßig haben wir jetzt Gesprächsthemen, die wir abarbeiten können. Das finde ich sehr cool. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spielen. Dankeschön, Typ. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Und ich soll auch noch die Beete umgraben. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Juhu. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Ist es immer noch dieselbe Sprecherin von Edna eigentlich? Auf jeden Fall klingt es jetzt ein bisschen anders. Wobei ich denke, wir werden uns vielleicht schon dran gewöhnen, weil Edna ist ja vielleicht auch älter geworden. Also dann passt es vielleicht auch. Was ist mit dem Marmeladenersatz? Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Edna überflutet das Kind ja mit ihren ganzen Ideen und ist auch schön, dass sie die ganze Zeit mit ihr immer redet, obwohl Lilly irgendwie immer nur sagt, das ist cool, Edna. Ja, Edna versteht ja sowieso Menschen, die auch ein bisschen anders sind. So, ja. So jetzt würde ich sagen, zurück. Vielleicht nochmal reden über die Schatzsuche. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Ja, das war's dann hier mit dem Tutorial erstmal. Das musste jetzt gerade mal sein. Wir haben ja auch ein bisschen ein anderes Tutorial jetzt als
vorher, beziehungsweise ja, einfach ein anderes Inventar und andere Menükonfiguration. Und ich würde sagen, wir schauen mal hier nach den Beeten, Termiten und allem, was dazugehört. Schaufeln wir Marmelade oder Honig. Im nächsten Part von Harveys neue Augen. Ja, hinterlasst mir doch mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Bin ja mal sehr gespannt, was ihr jetzt bisher schon so vom Spiel denkt, was von den kleinen Ausschnitten bisher zu sehen ist, vor allem Edna und auch die kleine Lilly, die ja aber irgendwie ganz süß ist, ne? Also die ja irgendwie redet zwar nicht viel, aber die ist halt so. Vielleicht passt sie auch ganz gut zu Edna. Wir müssen das noch rausbekommen. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Harveys neue Augen. Tschüss!